Nachdem Jan Tenner, General Forbit, Professor Futura und dessen Assistentin Laura in jenes andere Universum entführt wurden, in dem das dunkle Imperium liegt, herrscht in Westland erhöhte Alarmbereitschaft. Denn obwohl Logar, der Herrscher des dunklen Imperiums, den Freunden versprochen hatte, die Menschheit nicht in den Krieg mit dem alles verschlingenden Nichts hineinzuziehen, bleibt die Gefahr für die Erde und ihre Bewohner groß. Die Ruhe in Westland ist nur trügerisch, denn im Rocky-Tal bahnt sich eine neue Katastrophe an, die die Erde und alles Leben bedroht. Das erleben als Erste Mr. Foster und sein Sohn Sam. Es begegnet ihnen der Schwarze Tod. Ich habe Angst, Daddy. Es ist schon fast Mitternacht. Lass uns umkehren. Nur ruhig, Sam, ich bin ja bei dir. Außerdem wolltest du unbedingt mitkommen, oder? Aber nur, weil ich nicht allein im Haus bleiben wollte. Das ist so unheimlich. Aber der Wald hier ist auch unheimlich. Sam, du lebst jetzt seit 6 Jahren mit mir und Onkel Bob hier im Rocky-Tal. Und der Wald war noch nie anders als heute. Doch. Etwas ist anders als sonst. Ich spüre es einfach. Und es ist so kalt. Und außerdem... Was noch, Sam? Onkel Bob ist nie so lange fortgeblieben. Deshalb holen wir ihn ja. Er wird in der Jagdhütte geblieben sein. Vielleicht macht sein altes Beinleiden ihm wieder zu schaffen und er wollte deshalb in der Hütte übernachten. Also machst du dir auch Sorgen. Oh, Sam, hör bitte auf. Sieh mal, wir haben Vollmond. Es ist fast taghell. Dad? Psst. Bleib stehen. Was ist denn? Hörst du nicht? Also Sam, wenn ich gewusst hätte, was für eine Nervensäge du heute bist, dann hätte ich dich wirklich im Forsthaus gelassen. Aber Daddy, warum haben die Grillen plötzlich aufgehört zu zirpen? Es ist totenstill. Bis auf... Da, dieses unheimliche Geräusch. Ich höre jetzt auch etwas. Da vor uns, Dad. Seit wann ist da eine Lichtung? Hier gibt es keine Lichtung. Aber wo sind denn die Bäume? Es sieht auch aus, als wäre da Nebel. Ganz schwarzer Nebel. Als ob da überhaupt nichts mehr wäre. Du machst mich ganz verrückt. Jetzt glaube ich langsam auch, dass da etwas... Daddy! 2 Bäume am Rand dieser Lichtung sind gerade verschwunden. Einfach verschwunden. Ich habe es ganz genau gesehen. Was? Was ist das? Da! Noch ein Baum. Und die Sträucher. Sogar der Boden verschwindet. Und dieses Geräusch. Ich hab Angst. Bleib hier stehen, Sam. Ich sehe mir das aus der Nähe an. Nein, Daddy. Geh nicht. Daddy. Bleib und rühr dich nicht von der Stelle. Der schwarze Nebel wächst immer schneller. Daddy, Daddy, pass auf. Ich kann vor mir gar nichts mehr erkennen. Es ist, als ob ich plötzlich blind wäre. Da! Vor dir löst sich das Gebüsch auf, Daddy. Ah, ich spüre meine Beine nicht mehr. Was ist das? Lauf, Sam! Lauf weg, so schnell du kannst! Dad! Lauf und ohne Hilfe! Daddy, Daddy, wo bist du? Antworte doch! Daddy! Ich finde, General, Sie sind uns jetzt endlich eine Erklärung schuldig. Sie klingeln uns 3 in aller Frühe aus den Betten und beantworten unsere Fragen nur mit »Warten Sie ab!« Genau. Ich habe nicht mal gefrühstückt. Nur rein in den Hubschrauber und ab die Post. Westland City liegt schon weit hinter uns. Wir fliegen jetzt ins Rocky-Tal. Ist vielleicht wieder eine Steinzeitseuche ausgebrochen, General? Lassen Sie Ihre Scherze, Jan. Dann sagen Sie uns endlich, was wir hier sollen. Gedulden Sie sich noch 2 Minuten, Professor. Wenn das, was ich seit meiner ersten Besichtigung glaube, wahr ist, steht uns etwas weit Schlimmeres bevor als die Steinzeitseuche. Aber ich will, dass Sie es erst selbst sehen, bevor ich etwas sage. Da drüben fliegen einige Armeehubschrauber ins Rocky-Tal. Also schon großer Einsatz, wie ich sehe. Ach, das noch. Es scheint sich ein Unwetter zusammenzubrauen. Können Sie uns denn nicht wenigstens etwas verraten, General? Na gut. Also, die Vorgeschichte. Heute Morgen, 3 Stunden bevor ich Sie weckte, fanden meine Soldaten im Rocky-Tal einen 12-jährigen Jungen, vollkommen erschöpft. Was machten die Soldaten im Rocky-Tal? Ein Manöver, Professor, nichts Besonderes. Was war mit dem Jungen?
Er redete wirres Zeug von einer unheimlichen Erscheinung tief im Wald, wo seinem Vater, einem Mr. Foster, eine Jagdhütte gehört. Kommt weiter? Wir gaben Sam, so heißt der Junge, ein Beruhigungsmittel. Er blieb aber dabei, dass es diese Erscheinung gegeben habe. Sie soll sogar seinen Vater vor seinen Augen verschlungen haben. Also dieser Sam scheint eine ausgeprägte Fantasie zu haben. Das dachten meine Leute auch. Schließlich packten sie ihn in einen Hubschrauber und ließen sich die Stelle zeigen, an der Was, General? Warum sprechen Sie nicht weiter? Sie sollen es selbst sehen und mir dann sagen, für was Sie es halten. Es gibt also etwas im Rockytal, etwas, das Sie so in Schrecken versetzt, dass Sie nicht wagen, es auszusprechen. Sie werden es gleich sehen, Jan. Oder auch nicht. Oder auch nicht? General, wenn Sie uns Angst machen wollen, dann haben Sie es bald geschafft. Dort vorn ist die Stelle. Meine Hubschrauber kreisen Sie ein. Ich sehe nichts, General. Nur schwarzen Nebel, der sich im Tal ausgebreitet hat. An seinem Rand blitzt es. Der Himmel darüber ist düster. Großer Gott! Vorhin war es noch viel weniger. Es breitet sich unheimlich schnell aus. Das ist kein Nebel. Wenn ich hinsehe, ist es, als hätte ich einen blinden, dunklen Fleck vor meinen Augen. Es sieht aus wie... gar nichts. Begreifen Sie nun, weshalb ich Ihnen nichts sagen wollte. Ich musste sicher sein, dass ich mir das nicht einbilde. Gar nichts. Es gibt da unten nichts mehr. Da klafft ein riesiges Loch aus nichts im Rockytal. Jan, Sie wollen doch nicht sagen, dass das da unten etwas mit dem Nichts zu tun hat, das Logas dunkles Imperium auszulöschen droht. Haben Sie vergessen, wie es war, als wir in dieses Nichts hineingerieten, Professor? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Wir hatten wie hier den Eindruck, absolut nichts mehr vor uns zu haben. Abgesehen von den schrecklichen Kreaturen des Nichts, die uns bedrohten. Diese unheimliche Kälte, sie dringt bis hier herauf. Meine Leute haben beobachtet, wie sich diese Schwärze ausbreitet. Sie löst alles auf, was sie berührt. Kein Mensch kann so etwas begreifen. Nein, kein Mensch. Aber wozu haben wir Mimo an Bord? Er ist kein Mensch. Mimo? Ach ja, ich hatte völlig vergessen, dass Sie ihn aus dem Silbervogel geholt und in diesem Spezialhubschrauber installiert haben, General. Ja, unser Mimo. Aber unter der Metallverkleidung sieht man ihn auch nicht. Ich finde es auch nicht gut, dass man mich hinter Blechen versteckt, Professor Futura. Das dient deiner Sicherheit, Mimo. Es gibt genug Spione, die dich gerne hätten. Mimo, hast du gehört, was wir gesprochen haben? Natürlich, Jan. Meine Optiksensoren sehen auch, was unter uns liegt. Und was siehst du? Nichts, Jan. Mimo, wir haben dich mit allen Informationen gefüttert, die wir damals aus dem dunklen Imperium mitbrachten. Auch über das Nichts, das Logas Reich bedroht. Ich weiß darüber Bescheid, Professor. Und zu welchen Ergebnissen kommst du? Bei der materiellosen Zone, die sich mit einem Faktor 1,8 progressiv ausbreitet, handelt es sich um ein kleines Nichts, Jan. Ein kleines Nichts? Richtig, General. Aber das kann doch nicht sein, Mimo. Das Nichts existiert in einem anderen Universum. Genau wie das dunkle Imperium. Richtig, wie sollte es hierher kommen? Es gibt nur eine Erklärung, Jan. Und die wäre? Ihr habt es mitgebracht aus dem dunklen Imperium, wo ihr gegen die Kreaturen des Nichts kämpftet. Unmöglich, seit damals sind viele Wochen vergangen. Es muss sich sozusagen um einen Ableger des Nichts handeln, der in der Zwischenzeit gekeimt ist. Dann hätten wir also eine Art Samen des Nichts mitgebracht, ohne davon zu wissen. Das kann nicht wahr sein. Es ist die einzige logische Erklärung, Laura. Nehmen wir an, es stimmt, Mimo. Was bedeutet das dann für uns? Ich meine für Westland. Die Antwort ist einfach, General. Dieses kleine Nichts wird groß werden und schließlich nicht nur Westland auflösen, sondern die ganze Erde. Voller Entsetzen wird den Freunden klar, dass Mimos Berechnungen nicht zu widerlegen sind. Immer schneller breitet sich die Todeszone aus, an deren verschwommenen Rändern heftige Stürme zu toben beginnen. Der Himmel wird schwärzer,
ein Orkan und Blitze zwingen den Hubschrauber zum Rückflug. Als die Freunde General Forbets Hauptquartier aufsuchen, um zu beraten, hat das Nichts einen Durchmesser von gut 1000 Metern. Nur 5 Kilometer trennen es noch von der Hauptstadt Westland City. Ich sehe Soldaten in Jeeps ausrücken, General. Ich nehme an, Sie fahren ins Rockytal. Was können Sie gegen das Nichts ausrichten? Kann man es überhaupt aufhalten? Wir müssen es versuchen, Laura. Zwar kämpft Loga schon seit einer Ewigkeit vergeblich gegen das Nichts, nur sind wir nicht im dunklen Imperium, sondern auf der Erde. Wo andere Naturgesetze gelten. Wie werden die Soldaten vorgehen, General? Sie werden chemische Mittel benutzen, um das Vordringen der Todeszone zu verhindern. Und was ist mit der Bevölkerung? Wir evakuieren schon die Außenbezirke von Western City. Die Bewohner werden nach Greyville gebracht. Das ist ja noch nicht bedroht. Ha, General, kein Ort auf diesem Planeten ist mehr sicher, wenn das Nichts... Deshalb habe ich ja die Soldaten losgeschickt, Laura. Sie werden nichts erreichen, General. Was soll ich denn tun, bitteschön? Etwa mit Gewehren gegen etwas angehen, das nicht greifbar ist? Ihre Soldaten sollten vielleicht eine breite Schneise um das Nichts herumziehen. So, als ob man einen Waldbrand bekämpfte. Das tun sie ja, Jan. Sie eisen den Rand der Todeszone mit Chemikalien regelrecht ein und sie... General, vielleicht schon eine gute Nachricht. Hier, Forbett. Der General macht ein Gesicht, als wäre es keine erfreuliche Meldung, Jan. Er hat was getan? Weshalb haben Sie nicht besser auf ihn Acht gegeben? Wenn ihm etwas geschieht, sind Sie mir dafür verantwortlich, Sergeant. Wer hat was getan, General? Der Junge, er ist ausgerissen. Der kleine Shem? Er war hier im Hauptquartier? Wohin sollten wir ihn sonst bringen? Er lebte schließlich bei seinem Vater und seinem alten Onkel. Seine Mutter ist vor einigen Jahren gestorben. Ist er etwa ins Rockytal zurück? Bestimmt. Der Bengel hat einen Jeep gestohlen, kann scheinbar schon fahren. Und jetzt will er seinen Vater suchen. Mein Gott, wir müssen ihn abfangen, bevor er in den sicheren Tod fährt. Meine Männer sind alle im Einsatz. Ich werde ihm nachfahren. Ich kann hier sowieso nichts tun. Ich begleite dich, Jan. Sind Sie verrückt? Sie begeben sich in Lebensgefahr. Wenn Ihre Soldaten und der kleine Sam ihre Haut riskieren, will ich nicht hier herumsitzen und die Hände in den Schoß legen. Schwarze Wand, die ab und zu von grellen Blitzen zerrissen wird. Wir sind noch mindestens 1 Kilometer von der Auflösungszone entfernt. Aber hier, sind wieder Spuren von Sams Jeep. Festhalten, es geht durch das Gebüsch. Achtung, Jan, da sind Soldaten. Sie winken. Wir sollen umkehren. Beachte sie nicht. Wir sind am Rand des Nichts. Oh, Jan, wir fahren in die Unwetterzone hinein. Es ist genau wie im dunklen Imperium. Es hat doch keinen Sinn mehr. Sam ist verloren. Und wir auch, wenn er nicht... Da steht der Jeep. Sam ist zu Fuß weitergelaufen. Und ich sehe noch Soldaten. Sie versprühen das Vereisungsmittel. Halt an, Jan! Der Sturm wirft den Jeep um! Jan! Mein Gott, ein Blitz ist in den Baum da eingeschlagen. Da läuft der Junge. Er stolpert. Ich hab ihn gleich. Setz dich ans Steuer, Laura, und wende den Jeep. Hey! Warte, Sam! Ich hab ihn! Loslassen! Lassen Sie mich! Ich will zu meinem Vater! Wenn dein Vater noch lebt, findest du ihn hier bestimmt nicht. Doch, er ist hier! Irgendwo! Glaubst du, er will, dass du ins Verderben rennst? Sei vernünftig! Wir bringen dich wieder in Sicherheit! Hierher, Laura! Ich sehe euch kaum! Es ist so dunkel! Wagen. Gas und nichts wie weg. Halt, halt, nehmt uns mit. Zwei Soldaten. Die beiden sehen aus, als kämen sie direkt aus der Hölle. Los, springt auf. Schnell fort, sie sind uns auf den Fersen. Schneller geht es nicht. Wer ist euch auf den Fersen? Die Ungeheuer. Es sind Monster. Sie kommen direkt aus dieser dunklen Wand, hinter der alles verschwindet. Ungeheuer? Sie sehen aus wie Kraken. Nein, Quallen. Manche halb wie Menschen. Laura, denkst du, was ich denke? Ja. Und das ist schlimmer als ein Albtraum. Wer ins Nichts gerät, wird zu... Sprich nicht weiter. Nicht solange Sam bei uns ist. Da sind noch andere Soldaten auf der Flucht. Wir können sie nicht mitnehmen. Aber die Unwetterzone ist gleich hinter uns. Sie schaffen es, Laura, bestimmt. Und wohin sollen wir alle fliehen, Jan?
In spätestens 2-3 Stunden hat das Nichts Westland City erreicht und breitet sich immer weiter aus. Es gibt keine Rettung mehr. Nirgends auf der Erde. Zurück im Armeehauptquartier kümmert sich Laura zunächst um Sam, während Jan, General Forbit und Professor Futura von der neuen schrecklichen Entdeckung berichtet. Die vergeblichen Versuche, das Nichts einzudämmen, zwingen General Forbit zu einer verzweifelten Entscheidung. Ich wollte es nicht, aber es bleibt keine andere Möglichkeit mehr. Wovon sprechen Sie, General? Von der Antimaterie-Bombe. Antimaterie? Das ist das Gefährlichste, das man sich nur vorstellen kann. Aber nicht so gefährlich wie das Nichts, Professor. Und die Kreaturen des Nichts. Es gibt keinen Zweifel daran. Die Ungeheuer, die ihre Soldaten angegriffen haben, sind nichts anderes als ihre eigenen Kameraden, die beim Einsatz gegen das Nichts von diesem verschlungen worden sind. Richtig. Und das Nichts hat diese Männer auf furchtbare Weise verwandelt. Zu Monstern. Wie im dunklen Imperium. Wer vom Nichts verschluckt wird, wird zu seiner Kreatur. Und eines dieser Ungeheuer ist auch Sams Vater. Schrecklich. Aber eins ist mir immer noch nicht klar. Was, General? Wir waren auch im Nichts. Aber wir sind nicht zu Monstern geworden. Vielleicht ist es eine Frage der Zeit. Vielleicht muss man eine bestimmte Zeit lang im Nichts sein, bis die Verwandlung beginnt. Das denke ich auch, Jan. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Was ist mit der Antimaterie-Bombe, General? Ich höre zum ersten Mal davon. Ihre Entwicklung ist so geheim, dass ich noch nicht einmal Ihnen etwas davon sagen dürfte. Die Bombe ist doch noch nicht getestet. Wenn Antimaterie freigesetzt wird und mit normaler Materie, also allem, woraus unsere Welt besteht, in Berührung kommt, ist das Ergebnis eine verheerende Explosion, die sich kettenreaktionsartig schier unbegrenzt fortsetzen kann. Unbegrenzt? Dann würden wir den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Unbegrenzt heißt, bis die freigesetzte Antimaterie bei der Reaktion mit Normalmaterie aufgebraucht ist, Jan. Verbrannt, wenn Sie so wollen. Und Sie können das Ausmaß der Explosion kontrollieren? Ich hoffe es. Wie gesagt, getestet wurde die Bombe noch nicht. Sie gehen also davon aus, dass das Nichts auf Antimaterie ebenfalls explosiv reagiert, obwohl es doch keine Substanz hat. Ich kann mir einfach immer noch nicht vorstellen, dass es etwas gibt, das tatsächlich rein gar nichts ist. Während wir reden, greift dieses gar nichts die Stadt an, General. Ich riskiere einen Versuch. Wie schwer ist die Bombe? Wir haben verschiedene Größen. Ich dachte an eine sehr kleine Bombe, um die Wirkung erst einmal zu testen. Sie wollen wirklich, Tenner? Flugzeuge und Hubschrauber kommen nicht mehr durch die Unwetterzone. Nur mit dem Flugserum schaffe ich es schnell genug zum Rand des Nichts und wieder zurück. Professor, haben Sie das Serum dabei? Ja, aber... Dann injizieren Sie es mir. Und Sie, General, lassen Sie die Bombe kommen. Nur noch 2 Kilometer trennen Westland City von dem alles verschlingenden Nichts, als Jan, begleitet von Laura, mit der Antimaterie-Bombe wieder in die Orkanzone eindringt. Das Fliegen ist äußerst schwierig. Wie welke Blätter werden die beiden hin und her gewirbelt. Wo bist du, Jan? Ich sehe dich nicht. Hier, dicht neben dir. Gib mir deine Hand. Aber die Bombe! Ich kann sie unter einem Arm tragen. Sie ist nicht schwer. Ihr Wirkungsradius soll ja nur 100 Meter betragen. Warum konnte der General sie nicht einfach mit einem Raketenwerfer abschießen lassen? Wir müssen sehen, ob und wie sie wirkt. Deine Hand, Laura. Wir landen. Ich kann kaum noch atmen. Diese Kälte. Der Rand des Nichts kann nur noch wenige Meter entfernt sein. Sobald ich ihn sehe, werfe ich die Bombe. Sie muss in der Randzone hochgehen, bevor das Nichts sie auflösen kann. Sie zündet mit einer Verzögerung von 1 Minute. Bis dahin sind wir weit genug weg. Hoffentlich, wenn der Orkan uns nicht zurückweht. Da, vor uns löst sich die Landschaft auf. Ich werfe die Bombe. Und jetzt schnell weg. Flieg los, Laura. Achtung, Jan, da kommen die Monster. Direkt aus dem Nichts. Sie haben uns gesehen. Sie greifen an. Wir fliegen über sie hinweg. Komm. Dieser Sturm, er wirbelt mich hin und her. Wir müssen die Explosion noch abwarten. Gib mir deine Hand, Laura. Das Nichts hat uns gleich erreicht. Es hat keinen Sinn mehr. Was ist mit der Bombe? Wir sind verloren. Nur noch ein paar Sekunden, Laura. Keine Nerven möchte ich haben.
diese Ungeheuer? Gleich muss die Bombe explodieren! Endlich! Die Monster bleiben zurück. Ich sehe nichts mehr. Das grelle Licht! Es ist vorbei. Das Nichts ist zum Stillstand gekommen. Laura, die Bombe hat gewirkt. Die Explosion hat das Nichts zerrissen. Der Boden, den es eben verschlungen hat, taucht wieder auf. Als grauer Schatten. Oh nein, Jan. Da sind sie wieder. Die schwarzen Nebel. Es war ein Fehlschlag. Die Bombe war zu schwach. Aber wir haben gesehen, dass es funktioniert. Schnell zurück zum Hauptquartier. Jan, die Monster! Flieg höher, Laura! Der Orkan drückt mich unter! Jan, wir sind wieder am Boden! Dann müssen wir rennen, bis wir in eine Hauptwindzone kommen. Jan! Ich bin über einen Ast gestürzt. Bring dich in Sicherheit, Laura. Ich komme nach. Ich lass dich nicht im Stich. Es hat uns! Deine Beine, Jan! Es löst deine Beine auf! Flieh, Laura! Ich kann nicht mehr aufstehen! Ich hab deine Hand! Eine Sturmbö! Sie reißt uns hoch! Halt dich gut an mir fest! Ich spüre meine Beine nicht mehr! Oh, der Orkan! Der Orkan trägt uns vom Nichts fort! Das Flugserum ist noch stark genug! Ich bringe uns in Sicherheit, Jan! Können Sie schon etwas sagen, Professor? Wird Jan durchkommen? Es sieht ziemlich schlecht aus, General. Er ist immer noch nicht bei Bewusstsein. Aber wir wissen von Laura, dass dem Nichts Antimaterie nicht bekommt, nicht wahr? Ich habe Ihnen gesagt, was ich gesehen habe. Wenn Jan nur wieder zu sich käme... Er war noch bei Bewusstsein, als Sie ihn aus der Randzone des Nichts herausbrachten? Ja, Professor. Er wurde erst ohnmächtig, nachdem wir das Hauptquartier erreichten. Es ist schrecklich, aber vielleicht bleibt es ihm so erspart zu erleben, was aus ihm wird. Professor! Das Nichts hat seine Beine aufgelöst. Sie sind nur noch dunkle, verschwommene Schatten. Und mir scheint, diese Verschwommenheit, dieses Nichts, kriecht den Körper immer höher hinauf. Sie meinen doch nicht, dass Jan sich in eine Kreatur des Nichts verwandeln wird? Fragen wir Mimo. Sie haben ihn doch aus dem Hubschrauber geholt und an den Diagnosecomputer angeschlossen. Also, Mimo... Leider muss ich Ihre Vermutung bestätigen, Professor. Jans Körperstoffwechsel hat sich radikal verändert. Das Nichts strömt schon durch seine Adern, wenn ich das so sagen darf. Du darfst nicht, Mimo. Das kann einfach nicht wahr sein. Wir müssen... Ich werde... Was ist eigentlich in der Stadt los, Laura? Schalten Sie doch mal die Nachrichtensendung ein. Ist die Panik unter der Bevölkerung nicht mehr unter Kontrolle zu bringen. In den Außenbezirken von Westland City toben Orkane. Die Blitze haben mehrere Gebäude in Brand gesteckt. Eine Massenflucht hat... Das Nichts hat also die Stadt erreicht. Die Menschenmenge versucht, die Raumschiffe zu stürmen, um sich auf den Mond zu retten. Bitte schalten Sie aus, Laura. Was können wir noch tun? Was können wir für Jan tun, Professor? Es gibt eine einzige Hoffnung, aber das Serum, das ich in aller Eile entwickelt habe, könnte auch... Jans Tod bedeuten. Was für ein Serum ist das, Professor? Ein Antimaterie-Serum. Der General hat mir die Formel gegeben, nach der die Bombe hergestellt wurde. Und Mimo half mir, danach ein Serum zu entwickeln, das den, dem es injiziert wird, in Antimaterie verwandelt. Aber das heißt ja, in eine Bombe. Wenn er mit der Außenwelt in Berührung kommt, wird er explodieren. So haben Sie uns die Antimaterie doch erklärt. Das Serum enthält eine Komponente, die den Betroffenen wie mit einem Schutzfilm gegen die Außenwelt isoliert. Wenn Jan also zu einem Wesen aus Antimaterie wird... Nur vorübergehend, General, für einige Stunden. Dann müsste das Nichts absterben, das seinen Körper infiziert hat. Sehe ich das richtig? Theoretisch ja, General, aber ich kann keine Garantie dafür übernehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist leider nur gering. Injizieren Sie es, Professor. Wir haben keine Wahl. Bange Minuten vergehen. Jan Tenner gibt noch immer kein Lebenszeichen von sich. Die Unwetterzone hat inzwischen auch das Armeehauptquartier erreicht. General Forbit lässt nun in Hubschraubern seine Soldaten evakuieren.
Laura, der Professor und der General beobachten verzweifelt Jan Tenner. Endlich zeigt sich eine Wirkung des Serums. Professor, sehen Sie, die Auflösung von Jans Körper scheint gestoppt. Gott sei Dank, sie hatte schon seine Brust erreicht. Aber noch ist er nicht gerettet. Die Beine, sie werden wieder sichtbar. Ich registriere eine Normalisierung der Stoffwechselvorgänge. Jan bewegt sich. Er sieht wieder normal aus. Aber er besteht jetzt aus Antimaterie, Laura. Er bewegt die Augen. Jan, können Sie mich hören? Was? Wo bin ich? In Sicherheit, Jan. Oder was man so Sicherheit nennen kann. Wie fühlen Sie sich? Miserabel. Was ist denn geschehen? Du hast die Bombe geworfen und bist auf der Flucht mit dem Nichts in Berührung geraten, Jan. Fast hätte es dich völlig aufgelöst, wenn der Professor dir nicht... Erschrecken Sie nicht, Jan. Ich musste Ihren Körper in Antimaterie verwandeln. Und das hat nicht nur die Auflösung gestoppt, sondern das Nichts besiegt. Antimaterie? Ich bestehe aus Antimaterie? Nur vorläufig. Ich erkläre Ihnen alles später. Nur ruhig, Jan. Ich vertraue Ihnen, Professor, das wissen Sie. Dich hat das Serum vom Nichts befreit, Jan. Aber das Nichts wird bald hier sein. Wir müssen auch fliehen. Laura, haben Sie es noch nicht begriffen? Jan ist in seinem jetzigen Zustand immun gegen das Nichts. Er kann sogar hineingehen. Ich erinnere mich wieder an alles. Ja, das Nichts ist wie ein ungeheuerlicher Organismus, der alles verschluckt, was er berührt, aber es wieder freigibt, wenn es vernichtet wird. Es verwandelt die Dinge auch. Denken Sie an die Monster. Was Jan gerade gesagt hat, entspricht meinen Analysen, General. Wovon redest du, Mimo? Dass das Nichts eine Art Organismus ist. Du meinst es... Es ist etwas Lebendiges? Es verfügt über einen extrem starken Antrieb, sich auszubreiten und Materie zu schlucken. Es ist eine Form von Leben. Das würde zu der Vermutung passen, dass wir eine Art Samen des Nichts aus dem dunklen Imperium mitgebracht haben. Was keimt, muss leben. Es ist ein so fremdartiges Leben, wie es sich kein Mensch vorstellen kann. Aber es ist zu besiegen. Wir müssten eine größere Antimateriebombe genau dort zur Explosion bringen, wo das Nichts gekeimt hat. Dieser Ort lässt sich leicht feststellen. Das Nichts hat sich kreisförmig ausgebreitet. Also muss die Bombe genau in den Mittelpunkt dieses Kreises. Und ich werde sie dahin bringen. Du willst... Nur ich kann es tun, wenn es stimmt, dass ich immun bin. Und wie willst du eine so große, schwere Bombe tragen, wie sie nötig ist, um das Nichts zu vernichten? Professor, verträgt sich das Antimaterie-Serum in meinem Körper mit dem Flugserum... Und einem Serum, das die Kräfte eines Menschen vervielfacht. Ich denke schon, aber... Kein Aber. Dieser Versuch ist unsere allerletzte Chance. Genau so ist es, Professor. Ich lasse die Bombe bringen. Das schwerste Kaliber, das ich in meinem Arsenal habe. Ihr Explosionsradius beträgt gut 1 Kilometer. Kann Jan schnell genug aus ihrer Reichweite kommen? Er legt die Bombe nur ab. Wir zünden sie per Funk. Sie braucht einen Überzug aus Ihrem Schutzserum, Professor, damit sie nicht vorzeitig aufgelöst werden kann. Das ist doch machbar. Ja, General, aber ich... Gut, Professor. Tun Sie jetzt bitte, was nötig ist. General Forbit verabredet mit Jan Tenner einen Treffpunkt auf der anderen Seite der Stadt. Das Armeehauptquartier wird aufgegeben, als die Kreaturen des Nichts massiv angreifen. Im Hubschrauber fliegen Laura, Professor Futura und der General zum Treffpunkt. Sie müssen eine gute halbe Stunde warten. Dann endlich taucht Jan aus der Unwetterzone auf. Da kommt er! Jan hat uns auch schon gesehen. Komm her, Jan. Meine Hand. Schnell in den Hubschrauber. Fliegen Sie los, General. Danke, Laura. Kommen Sie, Jan. Hier neben mir ist noch Platz. Haben Sie die Bombe gelegt? Sie wartet nur noch darauf, von Ihnen gezündet zu werden, General. Aber tun Sie es schnell. Was ich unterwegs gesehen habe, ist kaum noch zu beschreiben. Und da kommen schon wieder Ungeheuer. Also dann,
Ich zünde die Antimateriebombe! Es geschieht nichts! Der Ort der Explosion ist einige Kilometer entfernt. Es dauert etwas, bis uns die Schallwellen erreichen. Aber die Explosion, das Licht! Es müsste so grell sein, dass es durch die Unwetterzone hindurchdringt. Die Bombe ist nicht explodiert, General. Es war alles umsonst. Unsinn, ich wiederhole den Zündimpuls. Achtung! Einige der Monster stoßen sich vom Boden ab. Sie schweben zu uns hinauf wie riesige Kraken, die ihre Tentakel wie Flügel gebrauchen. Unvorstellbar, dass das einmal Menschen waren. Da unten, die schleudern Steine gegen den Hubschrauber. Verdammt, sie haben ein Rotorblatt getroffen. Ich kann die Maschine nicht mehr halten. Himmel, eine mächtige Sturmwelle. Sie reißt uns zu Boden. Wir stürzen genau in die Ungeheuerhorden hinein. Wenn die Bombe explodieren würde, müsste es spätestens jetzt passieren. Es hat nicht funktioniert. Wir schlagen auf. Laura! Professor! General! Wir leben noch. Aber vielleicht werden wir besser tot. Da kommen die Ungeheuer. Wir sind unbewaffnet. So leicht bekommen die uns nicht. Noch habe ich das Serum in den Adern, das mich Titanen stark macht. Es ist sinnlos, Young. Das ist das Ende. Sie können nicht nach allen Seiten kämpfen. Hier. Ah! Young, das Ungeheuer. Professor, nein! Nein! Laura und der Professor werden verschleppt, Young. Laura! Professor! Ich sehe sie nicht mehr. Jan, ein Tentakel! Jetzt hat's mich auch erwischt. General! Das Licht! Es zerreißt das Dunkel! Die Bombe ist explodiert, General! 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 Hören Sie mich! Hier bin ich, Jan. Es ist ein Wunder. Die Ungeheuer liegen leblos am Boden. Die Druckwelle der Explosion muss sie umgebracht haben. Dann wären wir auch tot. Ich vermute eher... Aber wo sind Laura und der Professor? Hier, Jan, hier bin ich. Die Explosion hätte keinen Augenblick später sein dürfen. Das kann man wohl sagen. Ich bekomme kaum Luft. So haben die Fangarme mich gewürgt. Es ist hell. Aber was ist mit dem Nichts? Das Nichts existiert nicht mehr. Alles, was es an totem Material verschlungen hatte, ist wieder vorhanden. Nur es gibt keine Pflanzen und Menschen mehr. Die Menschen sind entweder geflohen oder in Ungeheuer verwandelt worden. Und die liegen tot am Boden. Sie sind nicht tot, Laura. Hier, sehen Sie selber. Sie befinden sich nur in einem todesähnlichen Zustand. Aber noch sind es Geschöpfe des Nichts. Auch wenn das Nichts durch die Bombe hoffentlich vernichtet worden ist. Aber ich glaube... Ich ahne, was Sie sagen wollen, Professor. Sie glauben, die armen Kreaturen durch das Antimaterie-Serum von den Resten des Nichts befreien zu können, die ihnen noch anhaften. Ich hoffe es, Jan. Und dann würden sie wieder Menschen werden? Ich kann nur wiederholen. Ich hoffe es, Laura. Da! Ein Hubschrauber! Kommen Sie! Der Pilot hat uns gesehen. Er landet! Der Hubschrauber fliegt Jan, Laura, Professor Futura und General Forbit zum Armeehauptquartier, das den Angriff des Nichts relativ unbeschadet überstanden hat. Alle wichtigen Instrumente funktionieren wieder und bestätigen, dass die Bedrohung Westlands und der Erde vorbei ist. Nur dort, wo das Nichts sich ausgebreitet hatte, existiert kein Leben mehr. Und dort, wo die Antimateriebombe explodierte, klafft ein kilometergroßer Krater im Rockital. Dennoch hat Professor Futura am anderen Tag so gute Nachrichten für seine Freunde, dass er sie zum Abendessen ins nobelste Speiselokal von Westland City einlädt. Bei ihnen ist noch ein junger Gast. Nun komm schon, Sam. Iss wenigstens etwas von dem Eis, wenn du schon von der Suppe, vom Braten und vom Salat nichts haben wolltest. Ich mag nichts essen, Jan. Ich weiß, dass Sie es alle gut mit mir meinen. Aber was, Sam?
Sie wissen es doch. Mein Daddy ist tot. Ich habe so das Gefühl, als könne der Professor uns dazu noch etwas sagen. Gleich, Jan. Aber vorher möchte ich noch einmal warnen. Professor, verderben Sie uns nicht die gute Stimmung. Oder haben Sie uns nur zu Hummerlachs und Kaviar eingeladen, um hinterher schlechte Nachrichten zu verbreiten? Natürlich nicht, General. Nur, dass wir diesmal mit heiler Haut davongekommen sind, muss nicht bedeuten, dass die Gefahr für immer gebannt ist. Das Nichts brachten wir mit aus dem dunklen Imperium, einem anderen Universum. Ja, wir hatten es also nur mit einem von uns eingeschleppten Ableger zu tun. Genau. Wer garantiert uns, dass es keine weiteren Samen oder Sporen des Nichts gibt, die vielleicht nur etwas später keimen und uns dann wieder bedrohen? Hören Sie auf, Professor. Außerdem, jetzt haben wir eine Waffe dagegen. Wir könnten die sogar Loga verkaufen. Falls sie in seinem Universum wirkt. Ach, über Logas Reich sollten wir uns jetzt nicht die Köpfe zerbrechen. Herr Ober, noch eine Flasche Sekt. General, Sie trinken Sekt und der kleine Sam sitzt hier wie ein Häuflein Elend. Das brauchst du nicht, Sam. Alle Menschen, die durch das Nichts in schreckliche Ungeheuer verwandelt wurden, sind durch mein Antimaterie-Serum wieder zu normalen Menschen geworden. Sie wollen mich nur trösten, Professor Futura. Meinst du? Nun, ich habe eine kleine Überraschung für dich, Sam. Sieh mal hinter dich. Das ist ja Daddy! Sam, mein Junge! Oh, Daddy, du lebst! Und ich dachte die ganze Zeit... Natürlich lebe ich. Oder sehe ich aus wie ein Geist? Und das verdanke ich nur Professor Futura. Nun, ich habe ein klein wenig mitgeholfen. Nur nicht so bescheiden. Was Sie für die vom Nichts verschlungenen und verwandelten Menschen getan haben, dafür haben Sie einen Orden verdient. Jawohl, aber jetzt habe ich Hunger. Ich bestelle die ganze Speisekarte rauf und runter für mich und für meinen Daddy. Ich fürchte, Professor, das wird teuer. Oh, lieber General, das überlebe ich auch noch. Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor. Ich verzichte auf Ihren Orden und Sie übernehmen dafür die Rechnung. Oh, aber das, Professor, Sie sind ja ein ganz ausgewuchter. Nicht aufregen, General, dafür trinken wir auf Ihr Wohl. Ja, genau. Sie sind bestimmt der tollste General, den es auf der ganzen Welt gibt. In allerletzter Minute konnte die Menschheit durch Jan Tenners wagemutigen Einsatz vor dem alles verschlingenden Nichts bewahrt werden. Doch die Ruhe währt nicht lange. Ein Hilferuf aus dem Weltall bringt die Freunde in neue Gefahr. Sie landen auf einem unbekannten Stern. Es ist der Höllenplanet.